Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich bin Anne und ich habe ungefähr 1 Million Kilo abgenommen. Theoretisch soll das mein Intro werden. Aber wisst ihr was? Habe ich gar keinen Bock drauf. Weil die meisten von euch, die kennen das doch schon. Die wissen doch schon meine euer Lieblingsmops, Uschi! Heute möchte ich euch gerne meine Geschichte von Anfang an erzählen, insbesondere für die neuen Abonnenten, die nicht schon seit 2010 in diesem Kanal sind und wissen, um was es geht. Ich habe gefühlte 1 Million Kilo abgenommen und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich alles rechne, was ich jemals abgenommen habe, habe ich wahrscheinlich mehr abgenommen, als ich jemals gewogen habe. Meine Geschichte beginnt 2006, irgendwann im Herbst, das kann Ende August gewesen sein, Anfang Oktober, im September, ich weiß es gar nicht ganz so genau, weil es passierte mit einem Schock. Ich kam ein paar Treppen nicht hoch und zwar musste ich ja nur in den 3. Stock, Fahrstuhl kaputt, ich wollte mich krank melden. Das war für mich der Totalausfall, ich wusste, es muss sich was ändern. Als ich dann da oben angekommen war, war ich tot 2 Stunden, weil ich gedacht habe, meine Lunge wurde rausgerissen. Das Ende vom Lied war, ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Erstmal so, wie man das damals kannte hier, so mit Low Fat, mit Vollkorn und sowas. Ich habe eingeführt, dass ich regelmäßig esse. Ich habe keine Süßigkeiten gegessen und ich habe mit Schwimmen angefangen. Und zwar Frühschwimmen vor der Arbeit, 2 bis 3 Mal die Woche. Nichts Wildes. Bis Januar 2007 habe ich dann 2 Kleidergrößen abgenommen. Warum sage ich jetzt 2 Kleidergrößen? Weil ich einfach nicht weiß, wie viel. Selbstverständlich habe ich versucht, mich zu wiegen. Ich habe mir im Herbst 2006 mit großer Motivation in einem bekannten Kaffeehaus eine Waage gekauft. Von der dachte ich, die schafft mich. Das klappt. Die ging nämlich bis 160 Kilo. Und ich bin da drauf gestanden. Die Waage zeigt eh an. Und ich denke, okay, vielleicht stehst du falsch. Habe ich mich repositioniert und den Autospiegel neu ausgerichtet, denn ich war so dick, ich konnte nicht darunter gucken auf meine Füße. Das war nicht möglich, sondern ich musste mit Hilfe eines Spiegels sehen, was da steht. Und er stand immer noch eh. Und dann dachte ich, ja kacke, was machst du denn? Da habe ich in Deutschland geguckt, es gab keine Wagen, die mehr als 160 Kilo Menschen wiegen konnten. Zum Schrottplatz wollte ich nicht, in Zoo wollte ich nicht, in Krankenhaus wollte ich auch nicht. Also habe ich mir eine Waage aus den USA bestellt. So ungewöhnlich war das für mich nicht. Ich habe ja schließlich auch alles andere mal in den USA bestellt. Ich habe damals Größe 36, 38 WW getragen als Jeansgröße. Das klingt erstmal 36, 38 für Deutschland. Das ist ne? Heiß. Aber das bedeutet übersetzt so Größe 68, Damengröße. In Deutschland gab es keine Hosen, gab es einfach nicht. Noch nicht mal bei dem Laden mit dem großen U. Es gab nichts. Und von daher war es nicht so ungewöhnlich, eine Waage aus Amerika zu bestellen und dazu darauf zu warten bis Ende Januar 2007. Und Ende Januar 2007 bin ich da drauf gestiegen. Eigentlich mit einem guten Gefühl, weil ich ja wusste, 2 Kleidergrößen sind schon kleiner, so schlimm kann es ja nicht sein. Die Waage vom Kaffeehaus hat zwar immer noch gesagt, aber so schlimm konnte es ja nicht sein, oder? Und dann steige ich nach diesem gefühlten Diät, du musst die Mama ein bisschen trösten, Uschi, Diäterfolg von 2 Kleidergrößen auf diese Waage. Und die Waage zeigt 262,5 Kilogramm an. Zuerst habe ich dann natürlich gedacht, okay, scheiße, hast du das jetzt auf Pounds stehen? Also amerikanische Pfund sind ja anders als unsere Pfund. Aber wie auch immer, es hätte ja sein können, dann wäre ich ja so um 130 oder sowas, vielleicht 120 bei amerikanischen Pfund. Das hatte mir eigentlich ganz gut zugesagt. Ne? Ist fett, aber nicht aussichtslos. Da habe ich das umgestellt und zeigt dir das über 600 irgendwas an. Also, oh mein Gott. Das heißt, so witzig ich euch das jetzt erkläre, damals war das überhaupt nicht witzig. Ich glaube, ich war davon eine Woche psychisch krank, weil ich gedacht habe, okay,
dass dein Körper gerade dabei ist zu sterben, habe ich ja schon gemerkt. Das war ja der Grund, warum ich was geändert habe, weil ich einfach gar nicht mehr die Treppe hochkam. Ich konnte meine Wäsche nur noch schlecht selber vom Keller in die erste Etage tragen. Ich konnte mich schlecht bewegen. Ich habe nicht in die Dusche gepasst, außer wie so ein Würstchen in Hotdog, und kam an manche Körperstellen schlecht dran, und am schlimmsten waren bei mir ja der Po und die Oberschenkel betroffen. Deshalb obenrum sah ich gar nicht so enorm aus, obwohl doch eigentlich schon, aber im Verhältnis zu unten. 2,60 Meter Hüftumfang, sage ich nur mal. Und das war im Januar. Das war, also vorher war es wahrscheinlich noch schlimmer. Das war das Ende der Welt damals. Also 262 Kilo zu lesen, das war, ich meine, aussichtslos. Wie willst du auf normales Gewicht abnehmen? Geht doch gar nicht. Kannst du doch nicht. Und ich habe mich aber wieder aufgerappelt. Ich habe herausgefunden, wie, also beziehungsweise recherchiert, was tut der Körper, wie, was muss ich tun, um abzunehmen? Was sind so die biologischen Hintergründe? Ich habe eine Ausbildung gemacht bei so einem Sportinstitut, um Ernährungsberatung machen zu können. Nicht, weil ich wen ernährungsberaten wollte. Darum ging es nicht. Sondern damit ich mich beraten konnte, um dieses unschaffbare Ziel zu verfolgen. Nach diesem Schock folgte, dass ich dann im Mai bereits runter war auf 220 Kilo, und es lief so vor sich hin über die Jahre, bis ich dann 2011 tatsächlich unter 100 war, und von 260 gerechnet hatte ich dann 160 Kilo abgenommen, und das war für mich ein fantastischer Erfolg. Damit stellten sich aber auch neue Fragen. Und zwar, willst du jetzt ein Kind oder willst du jetzt deine Haut straffen lassen? Und dann haben mein Mann und ich darüber gesprochen und haben dann uns entschieden, dann machen wir Kinderwunsch. Einige von euch haben das ja damals mitgekriegt. Und das ging nicht so einfach. Wir brauchten eine Hormontherapie, das heißt mehrere eigentlich. Warum, kann ich euch gar nicht sagen, denn es wurde nicht so genau untersucht. Also bestimmt nach den Möglichkeiten der Technik schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ich weiß bis heute nicht genau, what the fuck war das Problem. Weil meine Regel war pünktlich, mein Eisprung war gut, jetzt war alles gut. Von daher, I don't know. Ich habe mir einfach die Sachen gespritzt, und man konnte dabei zusehen, wie ich zugenommen habe. Zum Teil 12 Kilo im Monat. Ich glaube, in einem Monat waren es sogar 20. Und was das psychisch mit dir anstellt, wenn du gleichzeitig weißt, dein Essen ist unter Kontrolle, du gehst zum Sport, es ist alles gut, du weißt nicht, was du ändern kannst. Das war wirklich das Allerschlimmste, weil, sagen wir mal 2006 zum Beispiel, ich habe festgestellt, scheiße, ich komme keine Treppe hoch, ich komme kaum aus dem Bett, mir tun morgens beim Aufwachen schon die Knochen weh, ich kriege kaum Luft, ich habe Schnappatmung, wenn ich in der Schulung sprechen muss oder so. Also ich habe ja Seminartrainer gehabt, also es war mein Job. Und ich wusste, was falsch war. Ich wusste, ich ernähre mich beschissen. Ich wusste, mein Arsch und die Couch sind verheiratet und wir gehen nicht zum Sport. Ich wusste, was das Problem war. Und so schlimm es dann war, zum Beispiel im Januar zu erfahren, dass ich 262,5 Kilo wiege, wusste ich ja, was ich jetzt geändert habe und was ich noch ändern kann. Aber wenn du schon alles geändert hast, wenn deine Kalorien top in Ordnung sind, wenn deine Bewegung in Ordnung ist, wenn eigentlich die Werte sagen, rein rechnerisch, müsstest du ein Kilo die Woche abnehmen und nicht zwei zunehmen, dann kriegst du Angst. Und zwar richtig, richtig, richtig Angst. Und es hat nicht unbedingt geholfen, dass ich damit ja auch noch öffentlich bin. Und dass ich damals nicht genug wusste, um gewappnet zu sein für das, was da kommt. Also für auch dafür die Frage zu beantworten, ey, was ist bei dir los? Weil ihr kennt mich. Ich bin manchmal ehrlicher, als es unbedingt sein muss. Wenn ich irgendeine Scheiße baue, dann sage ich euch das. Wenn ich zum Beispiel Bock hatte, das ist ja über die Jahre auf YouTube immer mal wieder vorgekommen, dass ich mal 5 Kilo zugenommen hatte, weil ich Bock hatte, über Weihnachten zu fressen wie ein Scheunendrescher. Das machen viele Leute, und das war mir auch damals nicht peinlich, und das hätte ich einfach gesagt. Ich hätte einfach gesagt, wisst ihr was, ich bin einfach ein Mensch. Ich habe mal Fressabfall gehabt und hatte keinen Bock zum Sport. Damit bin ich okay. Menschen machen das. Aber das habe ich ja nicht gemacht. Und
das war das Schlimmste, weil wenn du, sagen wir mal, über Weihnachten dann nicht Fressanfall, ist oft vorgekommen, weil ich mir das auch erlaubt habe. Das war okay für mich. Das habe ich jedes Jahr gemacht und die Kilos waren spätestens in Mitte Januar wieder weg. Das war cool. Alles gut. Aber weil ich ja wusste, ich esse jetzt über Weihnachten ein paar Tage irgendwie einfach, wie ich will und mache zwar trotzdem Sport, aber ich esse schon mehr als normal. Viel mehr als normal und andere Sachen als normal. Und danach ändere ich das wieder und dann ist das gut. Aber stell dir einfach vor, du kannst nichts ändern, weil du hast gar nichts geändert. Weil es war alles schön. Es war einfach alles in Ordnung. Du hast deinen Sport gemacht, du hast vernünftig gegessen und dein Körper sagt, weißt du was, ist mir egal, wir machen dir jetzt die Lipödeme des Todes unten an die Beine dran, weil das war das Erste, was reagiert hat. Obenrum habt ihr das gar nicht sofort irgendwie gesehen, sondern zuerst habe ich Unterschenkel gekriegt. Da kann Popeye aber mal ganz, ganz schüchtern unterm Bett sich verkriechen, weil da kann er nie mithalten. Und das war wirklich schlimm, also das war richtig schlimm. Rückblickend war es vielleicht das Beste, was mir passieren konnte. Nicht nur für mich selber, auch wenn ich sagen muss, ja, also die kurze Version von der Geschichte ist, ich habe danach alles versucht, um das Gewicht wieder runterzukriegen und es stieg, ohne dass ich was tun konnte. Es sind immer mal wieder, habe ich mir runtergehungert, also wirklich so 900 Kalorien-Style über Wochen, runtergehungert ein paar Kilo, dann wieder hochgegangen bei den gleichen Kalorien. Hervorragend. Und wie das funktioniert, weiß ich heute. Vielleicht weißt du das noch nicht und denkst, oh Gott, die Alte spinnt. Verstehe ich total. Kommen wir irgendwann mal zu. Nur heute nicht. Heute musst du damit leben, dass ich dir sage, das ist sogar medizinisch erklärbar. Das ist schon super bekannt seit Ewigkeiten. Aber niemand weiß es. Also nicht niemand. Das ist nicht die Wahrheit. Viele professionelle Menschen wissen das, nur es wird halt bis zu uns, bis zu den Endanwendern einfach nicht auf die korrekte Weise durchgesagt, sodass wir verstehen, was das Problem ist und dass auch die Lösungsansätze falsch sind. Das, was mir am Ende dadurch ja, nötig war, passiert ist, wie auch immer passiert es mir eigentlich nicht, ist, dass ich wusste, ich brauche einen Magenbypass. Das war Ende 2013, war mir klar, ich kriege das anders nicht hin, weil Fakt ist, ich muss ungefähr so wenig essen, damit ich wenigstens nicht zunehme. Und das wollte ich mir mit einem kleineren Magen gönnen, kurz zum Vergleich, damit wir mal ganz faktisch sind. Magen vor Magenoperation hat etwa die Größe einer kleinen Honigmelone. Der Magen nach der Magenoperation etwa die Größe einer etwas größeren Walnuss. Also, ne, deshalb dachte ich, oh ja, so eine Walnuss ist besser. Im Laufe der Jahre habe ich dann aber ganz, ganz, ganz viel darüber gelernt, wie diese OPs wirklich wirken. Freunde, da taut euch aus dem Sessel. Da habt ihr vielleicht auch noch nie dran gedacht. Und dann habe ich gedacht, wie scheiße voreingenommen ich früher immer war. Aber warum auch nicht? Weil bei mir hat ja Abnehmen dann funktioniert, bevor ich Hormontherapie hatte. Da habe ich gedacht, ist ja alles gut. Wenn du auf das achtest, was du isst und zum Sport gehst, geht alles. Und dann nach der Hormontherapie hat mein Körper gesagt, nee, we don't do that. Und ja. Seitdem wir die Honigmelone gegen eine Walnuss getauscht haben, funktioniert alles. Die Funktionsweise ist viel komplexer, denn mengenmäßig kann ich gar nicht mehr so viel weniger essen. Es ist ein bisschen, betrifft ein paar ganz einzelne Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch. Da ist die Menge stark eingegrenzt, aber wenn ich jetzt gut gekochtes Gemüse oder Obst oder Quark und so weiter, das kann ich alles genauso viel wie vorher essen. Kalorienmäßig esse ich doppelt so viel wie vorher und die nehme dabei ab. Und am liebsten möchte ich mich hier hinsetzen und den Kopf hängen lassen, weil ich mir auch manchmal natürlich die Frage stelle, hätte ich das von Anfang an gemacht, was wäre dann? Natürlich denke ich manchmal, an manchen Tagen hätte ich mich nicht mit über 200 Kilo vielleicht schon an einen Arzt wenden können, der mir hilft, aber ich habe gedacht, wie jeder andere auf diesem Planeten vielleicht auch, der sich nicht tiefer mit der Materie beschäftigt hat und auch sogar wie teilweise Fachpersonal, das sich nicht mit Mägen und so beschäftigt, sondern einfach nur, sagen wir mal, ein normaler Arzt, ein Hausarzt oder so, dass das nur wirkt, indem du weniger isst. Und
Nein. Das hat viel mehr magische Tricks auf Lager und für die bin ich heutzutage so dankbar. Es gibt ein Video von mir auf Facebook, das ist gar nicht so alt, das war vielleicht im September, wo ich zum ersten Mal, und das war gut ein Jahr und zwei Monate nach meinem eigentlichen Magenbypass, gemerkt habe, wie satt sich anfühlt. Also das, wie, also körperliches Satt. Weil was ich vorher kannte, war entweder, dass ich wirklich voll war, also dass ich zum Beispiel viel Gemüse oder so in die Mahlzeit gemacht habe, damit ich diesen Volumeneffekt von voll merke, ohne dass ich so viele Kalorien esse. Oder dass ich eben mir geistig gesagt habe, okay, das war jetzt die Portion, die du für dich ausgerechnet hast, das muss jetzt reichen. Aber das, was ich jetzt habe, ist was ganz anderes. Und es ist so unabhängig von der Menge und hat viel mehr damit zu tun, was ich genau gegessen habe. Und das satt fühlt sich komplett anders an, wie das, was ich je in meinem ganzen Leben kannte, ich dieses Gefühl nicht. Weil das mein Körper nicht konnte. Und ich habe geflennt auf Facebook, deswegen, weil es mich einfach auch so traurig gemacht hat, denn dieses Gefühl haben, glaube ich, ganz viele Menschen nicht, die von Adipositas betroffen sind und sie wissen es nicht. Und ich wusste es vorher auch nicht. Ich wusste nicht, dass man sich satt fühlen kann auf eine Weise, die nicht vollgestopft bedeutet, sondern einfach nur satt. Aber voll innen satt. Es ist ganz schwer zu erklären, aber es ist so, dass du, egal was da dann noch zu essen geboten wäre und wenn es deine Lieblingsessen auf dem Tisch wären oder was ganz anderes, wie was du zur Hauptmahlzeit gegessen hast, zum Beispiel ein Dessert, du willst es einfach nicht. Und zwar nicht, weil dir schlecht ist, weil du vollgestopft bist, weil sonst irgendwas ist, sondern weil du einfach peace, so friedlich von innen satt bist. Und das, ja, das ist zum Beispiel etwas, das hätte ich sonst nicht erlebt. Es ist auch so, dass das, was ich an Wissen angesammelt habe, durch diese bodenlose Enttäuschung in die klassische Ernährungslehre, die einfach nur sagt, du musst deine Kalorien zählen und dann musst du deinen Sport machen und dann geht das alles. Und wenn du dann diese rechnerische negative Kalorienbilanz hast, dann funktioniert alles toll. Stimmt aber nicht. Es nimmt jetzt hier zu viel Raum zu erklären, warum das anders interpretiert wird. Nur eins, das Gesetz der Thermodynamik ist korrekt. Und Energiebilanz ist korrekt. Unsere Interpretation davon war falsch. Das kommt in anderen Videos. Okay, wisst ihr Bescheid. Das ist das, was passiert ist. Das heißt, ganz kurz erklärt, ganz, ganz, ganz fette Mutti 2006. Informiert sich über Ernährung, macht Sport, weil sonst bald tot und so. Und zack, nimmt ab, richtig, richtig viel, macht Hormontherapie mit Spritzen, die in die Steuerung des Hypothalamus eingreifen und zack, wieder ein bisschen fetter, also viel zu fett für normal, aber natürlich immer noch sehr, sehr viel dünner als 2006 und dann kriegt sie einen Magenbypass und innerhalb von einem halben Jahr ist mein ganzes Übergewicht von mir abgefallen. Also das, was ich tatsächlich abnehmen kann. Jetzt hängt ihr noch so ein bisschen mit dran. Das meiste davon wird abgeschnitten und der Rest schrumpft so vor sich hin. Und es war ganz einfach. Das ist die Zusammenfassung. Und am Ende kommt dabei jemand raus, der nicht einfach nur schlanker aussieht als vorher, sondern ich bin emotional und auch geistig gewachsen. Und das möchte ich euch mitgeben. Manchmal, wenn ihr dicker seid, als ihr sein wollt, dann habt ihr das Gefühl, dass das Leben euch vielleicht zerbrechen will und dass das das Allerschlimmste ist, was passieren kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nie mit Problemen konfrontiert werden, die wir nicht am Ende irgendwie lösen können. Und die uns noch weiter in der Zukunft viel schlauer machen als vorher, viel stärker oder vielleicht auch einfach menschlicher. Ich habe das Gefühl, ich zum Beispiel bin menschlicher geworden dadurch. Denn das, was ich vorher erreicht habe, da mache ich euch nichts vor. Das ging nur, weil ich ganz oft wie eine Maschine funktioniere. Wenn ich mir sage, ich esse jetzt hier so und so viele Kalorien und ich mache diese und jene Bewegungen jeden Tag, dann mache ich das. Das läuft wie bei einem Roboter. Weil viele sagen Licht am Sternzeichen Stier, der Kopf muss durch die Wand, egal was es kostet, das ist eine große Schwäche, genauso wie es eine Stärke ist. So wie alles im Leben. Alles hat eine Vor- und eine Rückseite. Eine Vorderseite.
I just don't know. Aber ihr wisst, was ich meine. Alles hat Vor- und Nachteile und so ist es auch das. Und ich habe durch die Erkenntnis, dass ganz egal, welcher Roboter ich bin und wie stark ich alles durchziehen kann, weil ich das kann, das nicht bedeutet, dass die Biologie und das Hormonsystem und alles so mitmacht und dass es funktioniert, sondern du kannst auch damit auf dem Gesicht landen und auch das ist dann nicht das Ende der Welt. Das fühlt sich nur ganz kurz so an und es wird nie einen Punkt geben, an dem wir nicht immer wieder umfallen oder versagen oder irgendwas falsch machen und auf unserem Gesicht landen oder eine draufkriegen. Das, was uns besser macht, ist, dass wir wieder aufstehen und dass wir irgendwann schneller wieder aufstehen und dass wir irgendwann vielleicht wissen, dass heute klopfen wir uns den metaphorischen Sand von den Klamotten und wischen uns den Dreck wieder aus dem Gesicht und morgen sind wir wieder oben auf und dann sind wir stärker und gewappnet und wir wissen mehr, weil ja, ohne dass das jetzt quasi durch die Hormontherapie schief gelaufen wäre, würde ich vielleicht heute immer noch hier sitzen und euch Videos machen und euch erzählen, ja, ihr müsst doch nur eure Kalorien zählen und macht immer Sport, so wie ich das mache, dann klappt das auch. Und das ist nicht wahr. Das kann bei einigen funktionieren, bei mir hat es früher auch funktioniert. Es kann aber auch durch verschiedene Umstände dazu kommen, dass es nicht funktioniert. Und das macht dich dann nicht zu einem Versager, es macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ihr das heute mitnehmt. Also das ist das Wichtigste in diesem Video. Ist nicht, was ich geschafft habe, das ist total unrelevant. Das ist für mich selbst oft unrelevant. Ich musste der plastische Chirurg, also Dr. Klose, der musste ausrechnen, wie viel ich abgenommen habe, weil ich mir gar nicht mehr die Mühe gemacht habe, das nochmal auszurechnen. Ich wusste es halt einfach nicht, weil es mir egal ist. Ich definiere mich nicht dadurch. Ich erzähle diese Geschichte, damit viele von euch die Möglichkeit haben, daraus Motivation zu ziehen, damit Menschen, die auch weit über 200 Kilo wiegen, wissen, okay, meine Situation fühlt sich an wie das Ende der Welt, aber sie wird es nicht sein, wenn ich alles tue, was nötig ist. Und dazu gehört auch, also zum Nicht-Aufgeben gehört auch, dass du einräumst, dass du nicht alles alleine kannst, dass du dir Hilfe holst. Es mag sein, dass dann Leute aus dem Umfeld oder aus der Gesellschaft kommen und dir sagen, oh, das hast du ja nur wegen der OP geschafft. Da möchte ich Mission 85 oder eben Giuseppe von Instagram zitieren. Den finde ich übrigens hier. Der hat gesagt, das ist genauso, als wenn man sagen würde, guck mal, der da mit der Krücke geht, der kann doch nur laufen, weil er mit der Krücke geht. Wisst ihr Bescheid? Ne, lasst euch nicht reinreden, glaubt an euch und ja, drückt mir die Daumen, dass ich die Kraft habe, alles, was ich gelernt habe, in meinem neuen Blog für euch so aufzubereiten, dass es jeder versteht, ohne dass er sich erstmal diesen ganzen Ranz an Biochemie und an Endokrinologie und an den ganzen medizinischen Fachbüchern, die mich in letzter Zeit bis in die Träume verfolgt haben, gelesen hat, sondern einfach verständlich und gut für euch. Deshalb mein Magenbypass.de. Ich würde mich freuen, wenn du reinschaust. Und natürlich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn die Quatschtante dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen ist, freue ich mich, wenn du mir weiter folgst. Und zwar, falls du es noch nicht getan hast, hier kannst du mich abonnieren. Da kann man auch nochmal drauf drücken. Dann kriegst du sogar eine E-Mail, wenn ich ein Video hochlade. Das ist nämlich echt gut, weil ich bin unregelmäßig und unzuverlässig und auch verrückt. Und deshalb Instagram. Find me on Instagram. Da bin ich nämlich jeden Tag. Und da erreichen mich auch PNs und Kommentare übrigens. Weil auf YouTube gehen die irgendwie mal unter. Wenn ich nicht antworte, ist das nicht böse gemeint. Ich bin einfach nur zu blöd für Technik. Okay, wisst ihr Bescheid? Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.